ME-CFS ist eine Erkrankung des Nerven- und Immunsystems, die meistens nach einer Infektion auftritt. ME-CFS ist eine schwere Erkrankung. Schmerzen, Kreislaufprobleme, Denkstörungen sind nur ein Teil des komplexen Krankheitsbildes. Und es raubt die Kraft. Schon kleinste Anstrengungen können zu einer tagelangen Verschlechterung führen. Mindestens 300.000 Menschen sind alleine in Deutschland betroffen und die Zahlen nehmen rasant zu, denn auch viele an Long-Covid-Erkrankte leiden unter ME-CFS. Schon vor der Pandemie gab es geschätzt in Deutschland ca. 40.000 Kinder und Jugendliche mit ME-CFS. Im Kontext von Long-Covid nach SARS-CoV-2-Infektion kommen nun leider einige junge Betroffene dazu. Viele von diesen allen sind zu krank, um die Schule zu besuchen und vielleicht sogar an ihr Haus oder Bett gebunden. Die symptomorientierte Versorgung kann zwar Linderung verschaffen, ist aber nicht flächendeckend verfügbar. Zudem sind Fehldiagnosen häufig und Folgeschäden nicht selten. Was wir deshalb weltweit dringend benötigen, ist ausreichend Forschungsbudget dafür, dass die Ursachen aufgeklärt und ursächliche, wirksame Therapien etabliert werden. Für die ME-CFS-Forschung ist es notwendig, sowohl die Krankheitsmechanismen besser zu verstehen, als auch in großen klinischen Studien den Erfolg von möglichen Medikamenten bei Patienten mit ME-CFS zu überprüfen. Aktuell steht die Finanzierung hierfür noch in den Kinderschuhen. Wir würden uns über jegliche Art der Unterstützung freuen, sei es von Seiten der Politik oder auch Pharmaunternehmen, die uns auf diesem Weg weiterhelfen. Wir sind in der medizinischen Versorgung aufgrund der wirklich schlechten Forschungsförderung seit Jahrzehnten praktisch keinen Schritt weitergekommen. Es hapert an den richtigen Diagnosen und es hapert natürlich an Ärzten, die sich mit dieser Erkrankung auskennen. Zudem kommt, dass die Patienten oft sozial in schwere Not kommen, weil auch die sozialen Sicherungssysteme und die Krankenversorgung einfach nicht eingestellt ist auf diese Krankheit. ME-CFS and now long COVID are a growing global emergency. Scientists are struggling to obtain funding for research. Because of this, clinicians are unable to offer their patients treatments that will effectively fight their disease. In meiner Praxis bleibt mir deswegen meistens leider nur die symptomatische Therapie, zum Beispiel, dass man versucht, Schlaf oder Puls besser zu machen. Man verwendet oft Medikamente, die schon länger auf dem Markt sind für andere Erkrankungen, die aber trotzdem immer wieder vorhandenen symptomatischen Effekt, das Grundproblem von Erschöpfung und Post-Exertion Malaise, auf gar keinen Fall lösen können. Wir Patienten brauchen dringend Therapien. Und das geht nur durch adäquate Forschung. Um das Problem der mangelnden Forschung zu lösen, wurde die ME-CFS Research Foundation gegründet. Wir wollen ME-CFS und Long-Covid-Forschung initiieren und finanzieren, um mittelfristig die zuständigen Stellen dazu zu bewegen, eine der Größe der Krankheiten entsprechende Finanzierung vorzunehmen. Die ME-CFS Research Foundation fördert dabei gemeinnützig ME-CFS und Long-Covid-Forschung. Ein international kompetent besetzter Beirat sorgt dafür, dass wirklich jeder Euro in die Forschung geht. Darum spenden Sie jetzt. Es ist an der Zeit, etwas für die Long-Covid- und ME-CFS-Forschung zu tun. Mehr Informationen finden Sie unter www.mecfs-research.org.